Erstmal die erste Frage, was ist überhaupt TrainSimWorld 5? Ja, TrainSimWorld 5, unsere neue Version, jetzt auch im Grund, also das Core, wir haben so ein Starter-Pack, kostenlos für alle. Einfach runterladen, ausprobieren und wenn es gefällt, kann man sich dann Strecken dazu kaufen, so wie wir das von anderen TrainSimWorld-Teilen kennen. Ja, TrainSimWorld 5, jetzt auch mit einem Schaffnermodus. Früher konnte man ja nur Zug fahren oder als Passagier, jetzt kann man auch Tickets kontrollieren, Türen schließen, Sachen aus dem Weg räumen. Man denkt erstmal, das ist vielleicht ein bisschen langweilig so, aber so ein Schaffner hat mehr zu tun, als man denkt. Und Leute aus dem Zug schmeißen, macht auch Spaß. Ist das so, dass das nur bei den Core-Strecken erstmal dieses Guard-Mode-Feature dabei sein wird? Ja, erstmal nur bei den Core-Strecken und beziehungsweise auch in die Birmingham-Strecke aus England. Wir schauen dann, ob wir das noch weiter erweitern können, aber erstmal auf zukünftige Strecken und den Core-Strecken jetzt, ja. Was unterscheidet TrainSimWorld 5 und TrainSimWorld 4? Ja, zum einen der Schaffnermodus, dann aber auch, wir haben große neue Upgrades, zum Beispiel im Fotomodus. Der war ja früher, man konnte Bilder machen, jetzt kann man dort das Wetter verändern, die Zeit, die Belichtung, auch die Jahreszeit. Also man kann da eine Menge machen, einfach tolle neue Bilder kreieren. Dann, wir haben die Karte komplett überarbeitet. Man hat jetzt, wenn man über Züge hovert oder über Signale, kriegt man zum Beispiel die Signalaspekte mit Namen und Geschwindigkeitsanzeigen. Die Züge, wo sie hinfahren, wie schnell sie fahren. Alle Gleise haben endlich Namen. Es ist jetzt einfach deutlich übersichtlicher und man kriegt auch endlich mal Infos aus der Karte raus. Das ist sehr angenehm. Ja, damit die Karte endlich mal für etwas benutzbar ist, wirklich, ne? Genau. Nachdem wir letztes Jahr ja den Freeroam gemacht haben, war das jetzt nur Sinn, weil für den Freeroam benutzt man die Karte und jetzt dachten wir uns, ja, da muss man jetzt mal ein bisschen upgraden, damit das auch ordentlich aussieht. Dann Fast Travel, haben sich Leute beschwert, dass man immer ins Menü müsste, wenn man zu einem anderen Bahnhof wollte. Besonders jetzt mit Freeroam, wo man ja irgendwo einfach hin will, sich dauernd zurückspawnen will, kann man jetzt einfach eine Liste aufrufen, die Station aussuchen oder auf der Karte anklicken und dann ist man da. Und zu guter Letzt auch noch, man kann jetzt auch zwischen den Karten hin und her springen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Frankfurt-Fulda in Fulda bin und ich möchte auf Kassel-Würzburg in Fulda sein, dann kann ich einfach von Fulda nach Fulda springen, behält die Tageszeit, die Wetterdaten etc., sodass man ein bisschen übergangsfreier, also ohne das Menü, in die andere Strecke kann und dann weiterfahren kann. Aber es gibt einen Ladebildschirm dazwischen? Ja, es gibt einen Ladebildschirm dazwischen. Das ohne geht leider nicht, weil man lädt dann doch eine ganz andere Strecke. Okay, dann sprechen wir mal über Frankfurt-Fulda. Du hast es gerade angesprochen. Warum genau die Strecke? Ja, genau. Frankfurt-Fulda war die Wahl. Wir wollten den ICET machen. Der ICET hat ja Neigetechnik, GNT und große, große aktive Strecken mit sehr viel Verkehr gibt es dann doch nicht so viele mit GNT. Frankfurt-Fulda ist allerdings eine, wo das aktiv genutzt wird. Wir haben da den Mix zwischen gar nichts, LZB, GNT. Also es ist immer was los. Gleichzeitig, es ist wirklich keine langweilige Strecke. Wir haben Abschnitte mit 4 Gleisen, wir haben Abschnitte mit 3 Gleisen, mit 2 Gleisen. Und insbesondere der 3-Gleise-Verkehr ist ja immer interessant, weil man hat einmal rechts, links. Und die mittlere Strecke wird immer abwechselnd genutzt. Einfach Dinge, die wir so im deutschen Raum noch gar nicht so richtig gemacht haben. Und natürlich Frankfurt Hauptbahnhof. Meist gewünschte Bahnhof überhaupt. Riesig, komplex. Ja. Wurden für den ICET neue Soundaufnahmen angefertigt? Ja. Während Corona war ja alles ein bisschen schwierig. Die Firmen haben sich mehr verschlossen. Es war schwieriger, Termine zu kriegen, weil man wollte niemanden riskieren. Das wird jetzt endlich wieder ein bisschen besser. Jetzt waren wir für den ICET bei der Deutschen Bahn im ICE-Werk Dortmund und haben einen Tag lang Sounds aufgenommen. Ja. Okay, zur Baureihe 114. Ist das in Anführungszeichen nur ein Repaint von der 112 oder 143 oder steckt auch mehr Arbeit dahinter? Nee, da steckt doch mehr Arbeit dahinter. Der Simigraph wurde überarbeitet. Wir haben auch den Führerstand umgebaut, weil der hat dann doch ein paar Unterschiede zu 143 bzw. zu 112. Also er hat Suspension bekommen und auch sonstige Kleinigkeiten, die halt in den letzten Jahren immer so dazu gekommen sind. Also da wird schon ein bisschen mehr gemacht als nur ein Repaint. Ja. Wie ist denn der Fahrplan für Frankfurt-Fulda? Du hast gesagt, Frankfurt ist ja die, ich glaube, zweitfrequentierteste Strecke in Hauptbahnhof in Deutschland. Wird man das im Fahrplan dann auch so sehen? Ja, es ist natürlich ziemlich layerabhängig. Wir liefern ja beim Grundspiel nicht alles mit, aber wenn man die Layer hat, ist Frankfurt doch sehr voll und sehr aktiv. Also man sieht da ist wirklich den ganzen Tag eine Menge Zug los. Und das Neue, wir haben im Menü ein neues Feature, wo man Layer ausschalten kann. Für Leute mit schwächeren PCs wird es in Frankfurt eventuell relevant, weil man eventuell kein flüssiges Erlebnis hat, wenn man jetzt nicht
einen starken PC hat, weil einfach das leider doch so viel los ist. Auch wenn wir haben viel daran gearbeitet, an der Performance und Optimierung, damit das besser läuft, aber es ist natürlich nicht perfekt, weil Frankfurt ist einfach Frankfurt. Ja. Du hast über Layer gesprochen, welche Layer können wir erwarten? Ja, erstmal, wir bekommen aus Kassel-Würzburg auf jeden Fall den EC1, der ist fahrbar, dann aus, wir klauen uns die Baureihe 425, die ist im Jahr 2018 noch aktiv dort gefahren. Wir haben von der Maintalbahn 642 ersetzt, zum Teil fahren da 642, zum Teil ersetzt die Vias, die wir nicht haben. VT, ich weiß gar nicht, welcher Zug das in echt ist, aber haben wir nicht. Dann ja, sämtliche Güterzüge kommen als Layer, dann der EC3 kommt als Layer aus, auch aus Kassel-Würzburg. Und was ist mit dem 101 Expert? Ja, nee, 101 Expert bekommt wieder einen extra Fahrplan. Einfach weil wir wollen den Leuten die 101 Experts nicht aufzwingen, also um sie für den Basisfahrplan haben zu müssen. Daher im Basisfahrplan IC-Züge, die in den Hauptbahnhof fahren, sind quasi im Sandwich-Modus unterwegs, so wie es teilweise auch in echt machen. Mit dem gedoppelten Fahrplan für die BA-100 Expert kommt dann auch der Steuerwagen wieder dazu. Allerdings vermutlich nicht direkt zu Release, sondern ein paar Wochen später. Das lässt sich zeitlich einfach nicht machen. Ja. Aber was ist mit dem ICE-T? Wird der auf Dresden-Riesa den ICE-3 ablösen? Ist geplant, ja. Aber das Update wird auch eine Weile später kommen. Wir haben es noch nicht drin, es steht aber auf dem Plan und da gibt es dann bald mehr News. Okay, dann kommen wir mal zum Flixtrain. Eine Neuheit im TSW, weil es das erste Mal ein anderes EVU ist im Fernverkehr. Was ist das Besondere an dem Zug? Er ist grün. Sorry. Nein. Flixtrain, ja, wir wollten schon immer mal auch ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wir arbeiten sehr viel mit der Deutschen Bahn zusammen, aber mittlerweile gehört Flixtrain dazu. Vor 7, 8 Jahren waren es ein Zugpaar pro Tag in Frankfurt Süd. Mittlerweile sind es 4, 5, teilweise am Wochenende sogar 6. Also da fährt mittlerweile eine Menge davon. Von daher war das jetzt eine gute Möglichkeit, um das reinzubringen. Und die Flixtrain-Wagen sind auch interessant. Also komplett sehr alte Wagen, komplett modernisiert und umgebaut. Wir haben die vollständigen Innenraum. Es ist einfach eine gute neue Experience. Das sind also dann auch tatsächlich neue 3D-Modelle für die Wagen? Genau, ja. Das ist die. Ich habe vergessen, wie sie früher hießen. Es waren auf jeden Fall Interregio-Wagen, meine ich, ne? Genau, es waren Interregio-Wagen und die wurden dann einmal komplett umgebaut. Ja, also komplett neu. Ist auch das Serviceabteil vorhanden? Ja, das Serviceabteilwagen ist auch dabei. Das gehört einfach dazu und brauchen wir. Ja. Wird es den Flixtrain auch einzeln zu kaufen geben, ohne dass man sich die Deluxe Edition dann holt? Nicht direkt, aber so wie letztes Jahr mit der Vectron auch sehr bald. Okay, wie sieht denn der Fahrplan vom Flixtrain aus? Wie viele Fahrten können wir da erwarten pro Tag? Wie gesagt, es sind, ich glaube, im 2018er Fahrplan sind es 5 Zugpaare, also 10 Fahrten. Eventuell 1, 2 mehr, aber das ist erstmal die Basis. Der ist dann natürlich auch möglich, dass wir den dann auch auf noch andere Strecken bringen können. Ist jetzt noch nicht drin, aber mal schauen, was sich ergibt. Okay, und letzte Frage. Wird es Layer für den Flixtrain geben in irgendwelchen älteren Strecken? Ja, das, wie gesagt, das ist geplant. Wollen wir gerne machen, aber wir haben noch keine konkreten Release-Datum oder noch kein konkretes. Wir wissen noch nicht, wann das passiert. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, zur Pfälzischen Ludwigsbahn. Warum habt ihr genau diese Strecke ausgewählt? Es ist eine schöne Bahn. Es ist ein großer Unterschied. Man kommt von Mannheim, Ludwigshafen. Also Mannheim, wirklich große Stadt, Ludwigshafen, ganz großer Industriesektor. Ganz interessant, auch mit dem im Ludwigshafener Bahnhof ist ja direkt nebendran der Rangierbahnhof von der BASF. Und dann durch die Felder, durchs Rheintal und dann kommt man wirklich in so ein schönes Tal durch Frankenstein durch. Es ist einfach ein großer Unterschied. Man erlebt alle drei Arten von deutschen Strecken in einem und wir haben Fernverkehr, wir haben Nahverkehr, wir haben auch teilweise sehr interessanten Nahverkehr. Wir haben ja 3 S-Bahn-Strecken bis nach Schifferstadt und dann noch 2 bis nach Kaiserslautern. Also da ist eine Menge los. Von daher war das eine gute Wahl. Und wir haben auch einfach eine Menge Züge schon. Daher kann man da großen und viel Verkehr einfach stattfinden lassen. Kannst du was zu dem Rollmaterial sagen, das mitgeliefert wird? Da ist ja unter anderem, glaube ich, die ältere Generation der Dostos wäre da ja nicht unrealistisch. Ja,
Das ist noch nicht final, aber es wird wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass wir wirklich den 2013er, 2014er Fahrplan machen. Also 111 mit den teilweise schon neuen Dostos, die dann damals gefahren sind und halt der 425. Aber das ist noch nicht final, von daher kann ich da noch nichts fest sagen. Wir wollen jetzt Sachen früher ankündigen und auch einfach, dass wir mehr Chancen haben, mit den Spielern zu reden, bevor wir teilweise Sachen final fertigstellen. Von daher kann ich noch nicht versprechen, was genau kommt. Okay, dann reden wir einmal über die niederländische Strecke. Warum die Niederlande? Warum diese Strecke? Die Niederlande ist erstaunlicherweise nach Deutschland, USA und England quasi sind die das viertbeliebteste Land in den Umfragen, die wir gemacht haben. Ich meine, es ist doch toll, also gelbe Züge. Erstmal rote Züge, grüne Züge, jetzt gelbe Züge. Nein, auch einfach, weil der Betreiber in den Niederlanden auch darauf aus war, dass wir gerne mit ihnen zusammenarbeiten. Und Niederlande ist ein tolles Land. Es ist zwar sehr flach, ich persönlich mag hügelige Strecken, das wird man dort nicht finden, aber die haben sehr interessante Triebwagen. Der Koppler ist ja wirklich fast schon weltberühmt und das ist auch der erste Zug, den wir umsetzen. Von daher, ja. Ist dann der Plan, dass, wenn das Ganze gut läuft, dass auch mehr Strecken aus den Niederlanden kommen? Ja, wenn es gut läuft, wollen wir dort mehr machen. Die Niederlande ist für uns ein sehr interessantes Land. Wir haben ja immer so ein bisschen das Problem mit neuen Ländern, dass wir die Informationen brauchen, um es überhaupt gut herzustellen zu können, weil in der Simulationstiefe, in der wir die Sachen teilweise machen, man braucht die Infos. Und in der Niederlande haben wir die Leute und den Zugriff. Und daher ist es für uns ein Land, das wir gut umsetzen können. Okay, dann kommen wir mal zu dem Bereich Modding und PC-Editor. Wann kommt das Cooking-Update für den Editor? Gibt es leider noch kein Datum. Ja, wir hatten jetzt über den Sommer wieder Programmierer, die hart daran gearbeitet haben, damit der Editor besser funktioniert. Das Cooking-Update auch, dass die Assets ordentlich immer laden. Dass man hat nicht mehr dieses Problem, dass Assets teilweise nicht mehr angezeigt werden. Wir können Sachen endlich quasi aus dem Editor gucken und dann im Spiel benutzen. Ist vor allem auch jetzt sehr interessant im Hinsicht auf den kostenlosen Core, weil man könnte den kostenlosen Core besitzen und sich einfach eine Modding-Strecke besorgen und die dann fahren, solange man jeglichen Content dafür hat. Von daher, aber es ist bald soweit, aber ich habe noch kein Datum. Okay, und wie sieht das aus mit Dokumentation? Deine Masterclass, die ist ja so, leider so ein bisschen ins Leere gelaufen, ja, seit den ersten ein, zwei Folgen davon. Können wir davon irgendwann mal wieder was erwarten? Ja, wir hatten mit den Masterclasses angefangen und dann erstmal aufgehört, weil wir wussten, dass der Pepec Editor teilweise noch starke Probleme hat und Leute sehr frustriert waren deswegen. Von daher jetzt, wenn es dann mit den ganzen Updates deutlich besser funktioniert, wollen wir damit weitermachen. Es wurde vorgeschlagen bezüglich des Editors, dass auch mal sowas wie sogenannter Starter-Content kommt, also sowas wie so Uncooked Assets, eine Simograph, so ein Setup, Szenarios, Log, RVV und RVM. Ja. Haben wir gehört, wollen wir auch eventuell bereitstellen, eventuell einfach von den Logs aus dem Training Center. Aber die finalen Details kommen dann, wenn es soweit ist. Okay, dann komme ich auch schon zu meinem letzten Punkt, zu noch verschiedenen diversen Fragen. Was ist mit dem Köln-Aachen-Fahrplan, den geupdatet? Und der steht ja jetzt auf der neuen Roadmap drauf. Kannst du was dazu sagen, wann der vielleicht kommen wird? Oder ist Joe mit dem Frankfurt-Fulda-Fahrplan beschäftigt? Der Frankfurt-Fulda-Fahrplan ist Mitarbeit von Joe, allerdings von einer Mitarbeiterin, die auch mittlerweile sehr, sehr gute Arbeit macht. Also sie hat auch in Salzburg gearbeitet, jetzt an Frankfurt-Fulda. Joe arbeitet immer mit, aber ja, Joe macht das halt leider, macht es in seiner Freizeit, genau wie ich andere Sachen in meiner Freizeit mache. Und das braucht einfach seine Zeit. Das ist jetzt so gut wie fertig. Es wird jetzt getestet und von daher wird es jetzt nicht mehr zu lange dauern. Aber da können wir auch nichts versprechen, weil es ist Joes Freizeit. Weißt du, ob da der Flixtrain auch ein Layer haben wird? Gerade nicht. Ich weiß, dass die One-on-One Expert ein Teil sein wird. Beim Flixtrain bin ich mir jetzt gar nicht sicher, weil der F-Fuhr jetzt auch noch nicht so lange dort. Ja. Mhm. Wie sieht das aus bezüglich Freizeitprojekten, Überarbeitung von anderen alten deutschen Strecken, dass man die auf den neuen Standard von TSW 3 im Grunde genommen bringt mit TOT 4 und so weiter und so fort? Ja. Momentan ist erstmal nichts geplant. Wir haben uns ein paar Sachen angeguckt. Es gibt ja Crowd-Favorites wie Rosig Nord. Allerdings, das braucht halt immer viel Arbeit und
wenn man jetzt sowas wie West Somerset anguckt, das haben Mitarbeiter in ihrer Freizeit gemacht, mit einfach aus Liebe zum Spiel. Und ich bin mir sicher, sowas passiert auch mal für Deutschland, aber daher können wir da nichts versprechen. Weil geplant von uns offiziell ist es erstmal nicht. Wie sieht das aus mit der Zukunft von weiteren Expert-Loks? Ja, die Expert-Loks ist ja ziemlich gut angekommen, von daher steht eine weitere Lok jetzt offiziell auf dem Plan. Welche genau, darf ich noch nicht sagen, kann ich noch nicht sagen, aber ja, da kommt noch was. Wie ist das mit der BR420? Oh je. Du musst dazu nichts sagen. Nein, also BR420 stand ja ewig auf der Roadmap, war immer ein bisschen schwierig, weil München wurde an einem alten Stand produziert, in dem es noch sehr viel RAM verbraucht. Mittlerweile haben wir uns sehr weiterentwickelt, wenn eine neue Strecke neu gebaut wird, verbraucht sie deutlich weniger. Von daher ist München 420 für München immer noch schwierig. Mir hat aber ein Vögelchen geflüstert, dass der 420 jetzt eventuell für Frankfurt kommt. Aber später mehr. Allerletzte Frage, werden wir neue deutsche Third Parties in Zukunft sehen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben in letzter Zeit haben wir etliche neue Third Parties aufgenommen. Mehrere davon arbeiten auch an deutschem Content, auch an deutschen Strecken. Und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren da einiges sehen werden. Und auch von TSG kommt Ende diesen, Anfang nächsten Jahres noch eine neue Strecke. Cool, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview und wünsche viel Erfolg mit dem Release von Transamit 5. Dankeschön.